Samstag ist in russischen Dörfern Badetag. Schon früh am Morgen beginnen die Vorbereitungen. Am Pascha-Fluss, östlich von St. Petersburg, hat fast jeder sein eigenes Badehaus. Die Banja, das russische Dampfbad. Im Dorf ist die Banja eine Blockhütte, in der Stadt ein öffentliches Badehaus. Und überall in Russland ein Mythos. Die Banja, so heißt es, reinigt den Körper und die Seele. Galina Hachlova verbrachte schon als Kind die Samstage in der Familienbanja. Fließendes Wasser gibt es nicht. Deshalb lässt sie auch bei minus 20 Grad den Badetag nicht ausfallen. In Russland sagt man, weil der Bär sich nie wäscht, haben die Leute Angst vor ihm. Wir heizen jeden Samstag unsere Banja und waschen uns. Sie schenkt uns Gesundheit, Wohlbefinden und neue Kräfte. Es gibt jetzt gleich viel Rauch, dann heizt es, dann wird das Wasser heiß. Dieser Rauch ist unangenehm, er beißt in den Augen. Alte Dorfbanjas wie die von Galina Hachlova nennt man schwarze Banja. Ein offenes Feuer heizt Banjasteine und Wasserkessel. Der Rauch schwärzt die Holzwände. Aber er gibt der schwarzen Banja auch einen ganz besonderen Duft. Auch Julia Fidotova bereitet den Banja-Tag vor. Für sie ist die Banja ein Heilmittel. Damit will sie die Allergie ihres Sohnes kurieren. Jeden Tag kocht sie ihm Tees und schickt ihn mit heilenden Aufgüssen in die Banja. Die Kräuter dafür hat sie selbst gesammelt. Heute mischt sie Kamille, Minze und Huflattich. Nach der Banja empfindet man eine Erleichterung, so eine gewisse Glückseligkeit. Und diese Kräuter helfen dabei. Ich gieße so 300-400 Milliliter auf die Steine und dann entsteht der angenehme Duft. Die Kräuter enthalten ätherische Öle. Sie reinigen Lungen und Atemwege. Und insgesamt wirken sie heilend auf den Organismus. Julia Fidotovas Badehaus ist erst 15 Jahre alt. Und es hat einen Ofen statt der offenen Feuerstelle. Eine sogenannte weiße Banja. Denn der Rauch schwärzt nicht die Wände, sondern zieht durch den Schornstein ab. Den Ofen hat ihr Sohn Gennadi selbst gebaut. Die Steine für die Aufgüsse sind hinter einer Klappe versteckt. So lässt sich der Dampf gut regeln. Ich brauche zum Beispiel eine feuchte Banja, also eine typische russische Banja. Ich mache einen Aufguss, die Luft heizt sich auf und wird sehr feucht. So eine Banja ist für meine Gesundheit genau richtig. In der russischen Banja ist der Dampf das Entscheidende. Galina Hachlovas schwarze Banja ist jetzt heiß genug für das Dampfbad. Galina und ihr Mann Anatoli baden meist allein. Der Rest der Familie lebt in der Stadt. Mein Mädchen, komm her und hau mir den Rücken. Ohne Dampf wäre eine Banja keine Banja. Und auch nicht ohne Veniki. Eingeweichte Ruten aus Birkenzweigen meist, mit denen man dem Körper noch mehr Hitze und Dampf zuführt und ihn sanft massiert. Dampf und Wasser, Hitze und Abkühlung. Jeden Samstag das gleiche Wechselbad. Jeder Samstag wie eine Erneuerung. Der Schmutz, die Anspannungen, auch die Sorgen, alles wird weggedampft. So haben wir hier das ganze Leben gelebt und uns durchgedampft. Ah, ist das ein guter Dampf. Der Dampf ist das Wichtigste.
Wenn man sich richtig durchdampft, geht es durch alle Knochen. Ach, dein Bier. Wir haben keins mit. Ja, sonst nehme ich ein Bierchen mit. Oh, so ein schönes, kaltes Bierchen. Für Julia Fidotova ist auch der Venik ein Heilmittel. In ihrer Scheune lagert sie Ruten aus verschiedenen Zweigen. Alle Blätter haben ihre ganz spezifische Wirkung. Eichen haben zum Beispiel ganz breite Blätter. Deshalb kann man damit besonders gut Wärme zum Körper fächern. Brennnesseln heilen am besten. Und Tannenzweige werden auf der Bank ausgelegt. Wenn man gesünder werden will, legt man sich darauf. Sie duften sehr gut. Und deshalb ist auch Tanne sehr gesund. Julia Fidotovas Sohn Gennadi nimmt am liebsten Birkenveniki. Die sind gut für die Haut und eingeweicht relativ sanft. Er will weniger massieren, er will die Poren der Haut öffnen. Du sitzt hier und schwitzt, machst einen Aufguss und wenn du dann merkst, dass es noch nicht heiß genug ist, dann hilfst du mit dem Venik nach. Die russischen Birkenwälder liefern die Basis für die meisten Banyas. Birkenholz heizt stark und bildet schnell die nötige Glut. Diese Stämme bleiben nicht im Dorf. Ein Laster transportiert sie 200 Kilometer weiter in Richtung Westen, nach St. Petersburg. Vor der Mytninskaya Banya im Zentrum von St. Petersburg wird jeden Tag sehr viel Holz bewegt. Das alte Badehaus ist eines der wenigen, das noch mit Holz heizt. Die meisten sind schon lange auf Gas umgestiegen. Als die Banya vom Dorf in die Stadt kam, bekam sie eine neue Gestalt. Ein großes Steingebäude mit riesigen Öfen und getrennten Badeabteilungen für Frauen und Männer. Leuchtjem Parom wünscht man sich vor der Banya, mit leichtem Dampf. Der richtige Dampf ist das Wichtigste. Deshalb machen ihn die Stammgäste selbst. Und Leonid Chimtschenko ist Stammgast, wie fast alle hier. Kaum jemand geht mal ins Schwitzbad, man geht regelmäßig in seine Banya. Für mich bedeutet die Banya Heilung von allen möglichen Erkältungskrankheiten und von Unwohlsein. Und sie ist auch eine Lebensform. So wie die Deutschen in die Kneipe gehen, so gehen die Russen in die Banya. Nach der Banya ist es gut, sich mit kaltem Wasser abzukühlen. Von Kopf bis Fuß. Auch in der Stadt ist die Banya weit mehr als ein Badehaus. Sie ist Synonym für kraftstrotzende Gesundheit und Lebenskunst. Banya
Die Banja dampft, die Banja regiert und die Banja wird alles richten, so heißt es. Es gibt keine Badewanne, die die Banja ersetzen könnte. Man sagt, an dem Tag, an dem du in die Banja gehst, wirst du nicht älter. Elvira Niewelskaja ist Banschica, Bademeisterin. Und damit eine der wenigen, die sich zwischen den verschiedenen Welten der Mydninskaja Banja hin und her bewegen. In den Badehäusern schwitzen seit jeher nicht nur Männer und Frauen getrennt, sondern auch arm und reich in drei Klassen auf verschiedenen Stockwerken übereinander. In jeder Abteilung arbeitet ein Banschik. Dazu Putzfrauen, Barkeeper, Masseure und Kosmetikerinnen. Elviras Reich ist die Frauenabteilung. Hier ist die Chefin, Dienerin und Mutter in einem. Aha, hier haben sich unsere Mädchen mit Kaffeesatz eingeschmiert und ihre Haut wird sauber, schön und weich. Die Haut wird wunderbar, die Hände werden ganz weich. Ja genau, die Hände besonders. Auch die Ellbogen, sogar die Fußsohlen. So zart wie bei Säuglingen. Seht mal her, Mädchen. Wer hat das Shampoo hier vergessen? Lasst nichts im Waschraum liegen. Nicht alle können sich in der Banja entspannen. Es gibt auch Situationen, in denen ich mich einmischen muss. Das gehört auch zu meiner Arbeit. Ich muss dann die eine überzeugen, dass die andere es nicht so gemeint hat. Und die andere anlächeln und ihr sagen, dass das Leben doch eigentlich schön ist, dass alles gut ist. Und dann gehen alle nach der Banja mit sauberem Körper und sauberer Seele nach Hause. Und die Konflikte sind verschwunden. Sie fließen weg wie dieses Wasser. Ich gehe selbst schon mein ganzes Leben lang in die Banja, von Kindheit an. Leute, die immer in die Banja gingen, bleiben ihr ganzes Leben dabei. Sie können ohne Banja nicht existieren. Bei uns stöhnen die Frauen nach der Banja und quietschen. Ach, wie schön, wie schön. Man sagt, die Banja bringt so viel Genuss und Vergnügen, wie ein Mann seiner Frau im Leben nicht bereiten kann. So ein Geschenk ist das. Für viele Besucher ist die Banja ihr Badezimmer. Einige machen sich für den Heimweg deshalb wenig Umstände. Leonid Chimchenko hat nach der Arbeit einen Abstecher in die Mydninskaja Banja gemacht. Der Masseur kennt die meisten Banjas der Stadt. Er geht mehrmals pro Woche ins Dampfbad, um sich zu entspannen. St. Petersburgs historisches Zentrum ist weitgehend erhalten. Badehäuser gehörten von Anfang an zum Stadtbild. Auch zu Sowjetzeiten wurden sie weitergeführt und neue gebaut. Bis heute gibt es im Zentrum viele Wohnungen ohne Bad. Die Fananaja Banja ist eine der ältesten der Stadt. Vom alten Glanz ist nicht viel geblieben. Leonid will hier einen Kollegen besuchen. Hinein gelangt man jetzt vom Hof her über den alten Lieferanteneingang. Geld für Renovierungen ist knapp, die Eintrittspreise blieben auch nach der Privatisierung niedrig. Den historischen Ofen in der Bar haben die Mitarbeiter mühsam selbst restauriert. Viel mehr war nicht zu retten. Die Hauptsorge ist erst einmal, die maroden Anlagen notdürftig instand zu halten, zumindest in einigen Abteilungen. Eine überfüllte Banja ist ein weitaus geringeres Problem als eine geschlossene. Die Banja gilt nicht als Luxus, sie gilt als Muss oder fast als Menschenrecht. Thank you.
Nikolai Sutjagin zeigt Leonid den geschlossenen Teil der Banja. Zu Sowjetzeiten hatte man kein Interesse an Stuck und Schnörkeln. Und jetzt gibt die Geldnot dem Badehaus den Rest. Hier war früher der Eingang. Hier stand ein Bär. Ich erinnere mich noch daran, ich ging als Kind immer mit meiner Mutter in die Frauenabteilung. Hier war schon früher die Kasse. Damals erschien mir das alles wie ein Märchen. Wir gehen in die Banja. Später fing ich dann an, hier zu arbeiten und habe immer überlegt, wie man das nur erhalten könnte. Aber das war sehr kompliziert. Es gab einfach kein Geld für die Banjas. All diese Statuen, sie sind jetzt schmutzig und voller Spinnennetze. Sie waren alle ganz schön und weiß. Irgendwann verschwand die Schönheit und nur die Banja blieb. Zurück in der Mytnenskaya Banja. Elvira Newelskaya macht eine kurze Pause bei ihrer Kollegin in der Luxusabteilung. Die Mytnenskaya Banja begegnet der Geldnot auf ihre Art. Mit Luxusabteilungen für die neuen Russen wird Geld verdient, das in die Renovierung der anderen Abteilungen gesteckt werden kann. Heute haben sich hier die Gäste einer Geburtstagsparty eingemietet. Die Luxusabteilungen sind gut ausgebucht, denn wer es sich leisten kann, bleibt heutzutage lieber unter sich. Irgendwo, wo er tun und lassen kann, was er will. Um 22 Uhr hat Elvira Newelskaya Feierabend. Nach über 14 Stunden. Sie arbeitet immer die ganze Schicht durch. Nur die Luxusabteilung ist noch geöffnet. Für das gemeine Publikum schließt die Mytnenskaya Banja ihre Pforten. Jetzt beginnt für die Putzfrauen und für den Heizer der Banja-Tag. Semyon Schirkow hat eine lange Nacht vor sich. Eigentlich ist der Heizer studierter Biologe, aber mit der Perestroika verschwanden viele akademische Arbeitsplätze. Dreimal müssen alle Öfen nachts geheizt werden. Danach reicht die Hitze für den ganzen Tag. Schleicht sich ein Mann in die Frauenbanja ein. Irgendwie bemerken sie ihn zuerst nicht. Aber dann wird er entdeckt und sie fangen an zu kreischen. Hier ist ein Mann. Das gibt's doch gar nicht. Weiber, haut ihn mit euren Schüsseln. Haut ihn mit den Waschschüsseln. Oder mit den kleinen Schüsselchen. Mit den klitzekleinen Schüsselchen. Kurz vor Mitternacht ist jeder Witz einen Lacher wert. Schließlich ist der Spaß bald zu Ende. Auch die Luxusabteilung schließt jetzt. Die Putzfrauen und der Heizer haben die Banja für sich allein. Ich habe mal versucht auszurechnen, wie viel Holz ich schon verheizt habe. Ich glaube, es waren zwei sehr lange Güterzüge. Сергей, добрый вечер, это Семен. Какому часу?
In der Nacht fühle ich mich gut hier, weil dann niemand mehr da ist. Man ist hier ganz alleine. Nur ich und eine Katze vielleicht. Aber natürlich ist das schwere Arbeit. Der Biorhythmus geht kaputt. In der Nacht schläft man eigentlich. Aber es muss ja geheizt werden. In Pascha haben Galina und Anatoli Hachlov vor ihrem Haus Holz anliefern lassen. Das ist Holz für eine neue Banja. Wir wollen eine neue bauen. Die alte bleibt hier, aber wir wollen noch eine neue. Jetzt müssen wir nur noch den Platz dafür aussuchen. Irgendwo hier, nah am Flüsschen. Nein, dort, in der Nähe des Hauses. Ich weiß nicht. Wir haben noch nicht entschieden. Galina Hachlova holt ein paar Mitbringsel aus dem Stall, um sie beim Dorftischler vorbeizubringen. Ihr Mann will dort heute den Preis für die neue Banja aushandeln. Der Dorftischler hat fast immer eine Banja in Arbeit. Der Bedarf ist groß, in die Banja geht fast jeder und am liebsten in die eigene. 2 Wochen brauchen wir für eine Banja. Natürlich bauen wir nicht nur Banjas. So viele Aufträge gibt es auch wieder nicht. Das ist in diesem Monat die 2. Banja, die ich baue. Hallo! Ich wollte dich fragen, was genau kostet das? Ich muss das vorher wissen. Kommt auf die Banja an. 8.000 bis 9.000. Für so eine einfache? Ja, das ist zu viel. Zu viel? Und nur für die Arbeit? Ja. Und was ist mit dem Holz? Das ist nur für die Arbeit. Na, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Mach mir keinen zu hohen Preis. Mach ich nicht. Pass bloß auf. In seiner Datscha nahe St. Petersburg bereitet sich an diesem Morgen Dmitri Prachariyenko auf den Banja-Tag vor. Einmal in der Woche verkauft er selbstgemachte Veniki vor einem Badehaus und bessert damit seine 30 Euro Rente etwas auf. Im Frühsommer schneidet er in den Wäldern die Zweige, trocknet sie und bindet sie dann zu Ruten. Auf dem Dachboden lagert er sie, genug für das ganze Jahr. 2 Veniki hat er für sich selbst vorbereitet. Ein echter Profi stellt über Nacht die Stiele in Wasser und am nächsten Morgen dann noch kurz die Blätter.
Ich habe von Kind an meine Veniki selbst gemacht. Deshalb kenne ich mich aus. Ich gehe ja auch selbst zum Schwitzen. Wenn ein Venik nicht gut ist, schmeiße ich ihn weg. So kann man nicht schwitzen. Wenn der Venik gut ist, merkt man es sofort. Jetzt sehe ich oft in der Banja Leute mit meinen Veniki. Ich erkenne meine Veniki. Dann gucken die Leute und sagen, ja, den habe ich wirklich bei Ihnen gekauft. Дай нам Бог совершить омовенье, окунаясь в святая святых. Все пороки, грехи и печали, равнодушие, согласие и спор, пар, который вот только нам дали, вышибает, как пули. Дмитрий Прохоренко fährt nicht bis ins Zentrum von St. Petersburg. Geht immer zur Kajuna-Banja, am Stadtrand, in einer Hochhausgegend. Die Kajuna-Banja ist bei den Venik-Verkäufern beliebt. Dmitri Prachajenko ist an diesem Morgen nicht der Einzige, der auf Kunden wartet. Er wird lange in der Kälte stehen müssen, bis er seine Veniki verkauft hat. Auch Zenaida Avarianova will in die Banja gehen. Heute ist der Eintritt ermäßigt, sonst könnte sie es sich nicht leisten. Für sie ist die Banja eine Notwendigkeit. Sie hat nur ein Zimmer in einer Gemeinschaftswohnung mit Waschgelegenheit in der Küche. 10 Rubel für die Banja. Heute ist Ermäßigungstag. So ist das. Der Herrgott behütet den, der auf sich aufpasst. Heute ist Westwind. Ich muss den Nacken schützen. Ich habe Bronchitis seit dem Krieg. Ich bin Bronchitis-Invalide. Aber ich gehe immer in die Banja. Und dank der Banja lebe ich. Für Elvira Nevelskaya beginnt ein harter Tag. Am Sozialtag ist es noch voller als sonst. Über Nacht hat der Heizer die Öfen wieder gut befeuert. Den ersten Dampf des Tages macht immer die Banschica. Und wehe, sie macht das nicht gut. Dann meckern die Kunden. Während Zenaida sich mit den ersten Badegästen fertig macht, bereitet Elvira für die Frauen aus Sanddorn, Beeren und anderen Kräutern den Gesundheitstee. Elvira kennt ihre Gäste und all ihre besonderen Vorlieben. Und sie genießt ihr uneingeschränktes Vertrauen. Das Allerwichtigste sind hier natürlich die Gespräche. Da geht es um alle möglichen Probleme. Die Frauen schütten hier alles aus. Wenn es gute Nachrichten gibt, Gott sei Dank, dann ist es wunderbar. Und schlechte sind eben schlecht. Aber dann wirft die Seele die Last ab und es wird einem ein bisschen leichter. Seit 50 Jahren kommt Zenaida Avarianova jede Woche in die Mytninskaya Banja. Eine Woche ohne Banja ist für sie unvorstellbar. Nur hier, findet sie, wird man von Kopf bis Fuß richtig sauber.
Nach der Banja treffen sich die Frauen in Elviras liebevoll eingerichteter Teeküche. Selbst wenn sie Geld hätten, keine von ihnen würde solch einen Banja-Tag gegen den Luxus eines eigenen Badezimmers tauschen. Mit einer Badewanne kann ich nichts anfangen. Ich bin eine kräftige Frau. Was soll ich da drin? Sitzen? Hier kann ich mich so richtig schön waschen. Sie gehört zu den Leuten, die immer in die Banja gegangen sind und die auch immer in die Banja gehen werden. Vor der Kajuna-Banja wartet Dmitri Prachajenko noch immer vergeblich auf Kunden. Die meisten gehen vorbei oder sind besonders kritisch. Wie man einen wenig macht, musste Dmitri nicht lernen, wohl aber, wie man ihn verkauft. Schließlich war er vor der Rente Mechaniker und nicht Händler. Das sind schon mal 60. Dieses Verkaufen belastet mich. Ich falsche nicht gern. Ich würde am liebsten alles weggeben. Aber ich muss das eben machen. Obwohl das meine Arbeit ist, geniere ich mich doch. Wenn mich jemand fragt, 35, dann sage ich, gut, 35, nimm. Ich falsche nicht. Die neben mir verkaufen vielleicht für 50 und fragen, warum machst du es so billig? Dann sage ich, es reicht mir eben. Liena Pimenova kauft regelmäßig bei den Wenigverkäufern. Sie kommt vom Land und weiß, was ein guter Wenig ist. In St. Petersburg studiert sie Kunst. In der Kajuna-Banja trifft sie sich regelmäßig mit ihren Freundinnen. Die Kajuna-Banja wurde erst in der Sowjetzeit gebaut. Es gibt jeweils drei Abteilungen für Männer und Frauen und in der Vorhalle eine Wäscherei, Kosmetik und kleine Läden. Liena ist auf der Suche nach Banja-Büchern, aber es gibt nichts. Immerhin ein Buch mit Liedtexten von Wladimir Wysotsky hat der Buchhändler. Darin ist auch die Ballade über die Banja. Hier gibt es keine Nacktheit. Niemand muss sich genieren, wenn ein Arm krumm ist oder ein Bein. Hier ist es wie im Garten Eden. Jeder hat Zutritt, ist er nur splitternackt. Alle sind hier gleich durch gemeinsamen Reichtum. Alle ertragen die Hitze leicht. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, hier fühlst du sie, im Schweiß und im Dampf. Лей на нас свою воду святую и от варварства освободи. Für die Freundinnen ist der Banja-Tag ein Schönheitstag. Sie treffen sich immer in der besseren Abteilung, um in Ruhe ihr Ritual zu pflegen. Die Frauenabteilung ist eine eigene Welt. Männer würden hier stören. Alle Männer, außer Viktor. Viktor Schenknecht ist der Masseur der Kajuna-Banja. Und seit kurzem darf er auch in die Frauenabteilung gerufen werden. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Eine Frauenbanja ist etwas ganz anderes als eine Männerbanja. Und Viktor weiß, sich anzupassen. Frauen massiert er anders als Männer. Einmal in der Woche kommt Leonid Chimchenko in die Kajuna-Banja und lässt sich von seinem Kollegen Viktor massieren. Auf Männerart. Viktor, nicht so heiß. Nicht so heiß, bitte. Ach, was? Doch bitte, mein Blutdruck. Mach weniger. Viktor, das ist besser als mit einer Frau. Die Banja. Das, was du gerade machst.
Ну, кто там следующий помыться? Das tut so gut. Mit meiner Frau ist es nicht so schön wie mit dir, Viktor. Liena beginnt die Schönheitskur mit einer Honigmaske, mit Salz zur Reinigung der Poren. Sie hat auch Kaffeesatz dabei und Kleie. Und auch wenig Massagen gehören zu ihrem Banya-Ritual. Wenn du aus der Banya kommst, gibt es keine körperliche Hülle mehr. Nur die Seele ist geblieben. Schon als Kind sagte mir meine Großmutter immer, in der Banya wird man neu geboren. Körper und Seele fühlen sich ohne Sünden. Du hast zugenommen. Ja. Du warst schlanker. Ja, ich habe gut gefuttert. Doch, jetzt den Häschentrommelwirbel. Du musst dich öfter durchdampfen, damit du abnimmst. Die Frauen mögen es sanfter. Oder vielleicht mögen sie auch einfach weniger Gebrüll. Sie müssen nicht Härte beweisen. Sie wollen einfach nur genießen. Und es ist eben keine Marter, sondern einfach ein schönes Gefühl, nach dem Schwitzbad im Schnee zu stehen und danach wieder wie neu geboren zu sein. Die Haut so glatt wie bei einem Baby, der Kopf frei und die Seele beflügelt. Все пороки, грехи и печали, равнодушие, огласие и спор, пар, который вот только нам дали, выживает, как пуля и спор. То, что мучит тебя, испарится и поднимется вверх к небесам. Лишь очистишь. In Pascha ist Besuch aus St. Petersburg gekommen. Die Kinder wollen das Wochenende bei Anatoli und Galina Chlova verbringen und haben die Enkelkinder mitgebracht und Geschenke aus der Stadt. Es ist schon spät, aber Alexei will noch in die Banya. Was sind schon all die schönen Stadtbanyas gegen eine richtige schwarze Dorfbanya? Er muss sich beeilen, denn in einer schwarzen Banya, so sagt man, trifft man zu später Stunde womöglich noch andere Besucher. Wenn meine Großmutter in die Banya ging, sagte sie, Herr Wirt und Frau Wirtin, dürfen wir in die Banya kommen? Und bevor sie reinging, hat sie sich immer bekreuzigt. Und nach Mitternacht darf man nicht in die Banya gehen. Man muss vor Mitternacht fertig sein. Es gibt den Glauben, dass es dort dann böse Geister gibt, die Seile flechten und komische Geräusche machen. Menschen können dort plötzlich graue Haare bekommen oder verrückt werden. Deshalb soll man nach Mitternacht besser nicht mehr gehen. Doch wer vor Mitternacht geht, dem verleiht die Banya Flügel. Ah!